Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns auf dem Weg nach Diamond City gemacht, welche hoffentlich nicht mehr so weit weg ist, hoffentlich. Ja, direkt da. Sehr gut. Und auf dem Weg dahin sind wir Supermutanten und diesen komischen Cyborgs in so einem komischen Rathaus hier begegnet. Raider, die uns kaputt gemacht haben und hier liegt noch was, was wir aufnehmen können. Und ja, nicht gut ausgegangen. Einen Ghoul haben wir auf dem Weg hier noch getötet. Aber jetzt nicht das Problem, ich wollte eigentlich das Licht ausmachen. Und ja, ich habe mal das Injektorgewehr ausgerüstet und ich glaube, jetzt verstehe ich das auch. Das Ding tut irgendwie Spritzen verschießen. So, ich habe jetzt aber allerdings nicht. Oh, da liegt da noch was. Ha, Klammer im Box. Oh, geil. Ich habe jetzt allerdings nicht so viele Sachen, um was herstellen zu können, deswegen lassen wir das erstmal. Bin sowieso sehr knapp mit meinen ganzen Sachen. Deswegen muss jetzt nicht alles verschwendet werden direkt. So, Diamond City ist da in der Richtung. Und da haben wir ganz viele rote Sachen gesehen. Irgendwo da war noch ein Ghoul. Da. Mach mal den mal fertig. Ich glaube nicht, dass er der gleiche ist, aber egal. Aber direkt kommen dann da hinten welche, ne? Guck mal her. Oh, wow. Die machen mich natürlich wieder fertig. Da. Und bist euch. Alter. Warum macht mich alles fertig? Also ich begegne. Ich warte, ich spiele auf den höchsten Schwierigkeitsgrad und da war eine sehr komische Pose. Aber ernsthaft, so wilde Ghule machen mich schon fertig. Oh, ich muss echt nach Diamond City und mich irgendwie umrüsten oder irgendwie so weit. Ich habe, glaube ich, die beschissenen Sachen. Warte mal. Ja, ich hab schon gedacht. Ich muss echt nach Diamond City. Ich hoffe, das ist irgendwie eine gute Stadt, wo ich mich umrüsten kann und kaufen kann und irgendwie so was, weil ich bin nicht dauernd nur am Frecken, weil jedem Gegner nicht begegne. Ja, eine Quest hätte ich gar nicht geschafft, wenn dieser andere Paladin nicht die ganze Arbeit gemacht hätte. Warte mal, so ein Schraum, so ein Zahnrad, ist das eine Vault? Ich glaube, da war das Zeichen von Vault 111. Ja, wir schleichen uns jetzt natürlich hier vorbei, weil trotz der ganzen Skills bekommen wir so viel Schaden wie blöd. Deswegen, ja, ich bin ein bisschen vorsichtig. Vault 81. Upf. Verkrüppelter Yaogwai. Ob ich den schon schaffe? Ich habe schon mit der Todeskalle Probleme gehabt und die sind irgendwie so das zweitgefährlichste im. Ja. Jetzt stecke ich auch noch fest. Darum ist er. Mir vollkommen egal, ob ich den jetzt töten könnte oder nicht. Komm schon, nächste Viech. Ernsthaft? Ich kann da nicht rein, natürlich kann ich nicht rein. Hatte. Schwarze Bläflieg ist irgendwie besonders oder was? Mann, eine shiny Bläflieg oder was? Alter, ich werde alles auf die Fresse krieg hier. Ah, mal ein paar Sachen essen. Mit hier ein paar Sachen
loswerde. Hallo? Schon wieder. Oh nein, nicht die Viecher. Alter, das ist doch nicht wahr. Hallo, VATS? Ich will das mal benutzen und dann klappt das nicht. Oh, das gibt's doch einfach nicht. Hey. Warum wollte ich das Spiel auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen? Bin ich eigentlich irre? Boah, ich will doch nur zu Diamond City, ey. Also, Ghoul kommt um die Ecke, macht mich platt. Yaogai kommt, macht mich platt. Bleefliegen machen mich platt. Diese komischen Viecher machen mich platt. Ey, kann ich mal irgendwo hin? Oder habe ich irgendwas zerstört? Warte mal. Das stimmt. Ich wieder vergessen. Boah. Jetzt mal kurz so zurück. Radkappe, was? Es gab nachgedacht, was ist denn eine Radkappe? Ja, voll verblödet. So. Ich bin extra hier rumgegangen, um Hirnpilz. Ich krieg Hirn, oder was? Voll seid paranoid, ey. Da kann ich nicht lang, weil da sind Ghule. Da waren auch mal ein paar rote Zeichen. Ich frage mich, was das ist. Also Raider machen mich platt, Ghule machen mich platt, Yaogais machen mich platt, Bläfliegen machen mich platt. Diese Blutkäfer machen mich platt. Ich werde von alles getötet hier. Ich will jetzt einfach nur nach Diamond City. Ohne von irgendwas anderem jetzt zerstört zu werden. Wenn es nicht anders geht, renne ich eben zur Stadt. Neugier. Mann. Oh, wir haben wieder so Fleischsäcke. Was ist? Wo, wenn ihr Fleischsäcke sind, dann. Sie mich eigentlich verarschen? Er sagt mir nicht, er hat noch mehr gerufen. Gott, ey. Hallo? Ich würde eigentlich sagen, wenn da solche Leichenkörbe sind, dann sind normalerweise auch Dingens da. Alles hier mit. Ich weiß nicht, was jetzt hier besser ist und was nicht. Ich muss das noch lernen. Ach, mein Auge juckt. War es das hier? Das ist mir egal. Ich will einfach nur eine Diamond City jetzt. Ein guter Wein, natürlich. Und ich hoffe, da ist viel Zivilisation. Hätten wir, glaube ich, irgendwas. Ist da irgendjemand? Ich doch. Tschüss. Ich hau ab. Ich geh jetzt sein. Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Ich habe mich verfolgt. Irgendwas könnt ihr euch darum kümmern. Okay.
Sagt mir, ihr könnt mir helfen. Scheiße, du hast wohl keine Angst vor Mutanten, was? Du bist unser Mann. Natürlich habe ich keine Angst. Wir haben sogar Geschütze und so weiter, geil. Entschuldigung? Du suchst Diamond City? Folge einfach den Schildern. Okay, danke. Boah, bin ich froh, dass wir hier in Sicherheit sind. Ich die Schnauze voll von allen getötet zu werden. Oh, der tut Musik abspielen. Mit dem Mr. Nee. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Mach auf. Du da, du willst doch nach Diamond City. Schöpfen mit mir zu reden, Albert. Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber ja. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Laden gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Das ist ein Daddy Sullivan. Bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Du zuerst. Nur zu gerne. So. Wer hat dich denn wieder rangelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. Ich war das eine damit guck mal, Jon. Ich mal looten kann, ne? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Was? Ich soll reden? Okay. Welche Zeitung? Nicht meine Angelegenheit. Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Also nicht. Ja, diese Sache geht mich eigentlich nichts an. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Das ist meine Brille, oder? Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Ja. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Sag mir, ich kann hier ein Haus oder so holen. Ich bin sicher, dass eure Stadt ein tolles Fleckchen ist. Ja, das tollste Kartenhaus im ganzen Commonwealth. Bis der nächste Windstoß kommt. Also, bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ich vermisste Person, ich suche nach etwas. Ich suche nur was. Oh, und wonach suchst du genau? Mit wem sollte ich sprechen, wenn ich eine vermisste Person finden will? Nun, eins kann ich dir sagen. An die Diamond City Sicherheit brauchst du dich nicht zu wenden. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Oh Mann, dann tue ich das mal einmal versuchen, ich bin ein ne? Viel beschäftigter Mann. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Das ist doch lächerlich. Ich will die Wahrheit, McGunner. Was ist der wahre Grund dafür, dass nie ein Sicherheitsmann zu sehen ist, wenn es um verschwundene Personen geht? Ich habe jetzt genug davon, Piper.
Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwahrt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Historie des Jahrhunderts. Ja. Habe ich nicht die eine Mission abgeschlossen? Dann solltest du mit Sullivan reden. Entschuldigung, es gibt's. Anscheinend nichts, okay. Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Oh, na klar. Ist so schnell passiert, dass du jeglichen menschlichen Anstand vergessen hast. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man ehrlich sein soll? Hey, was führt dich eigentlich nach Diamond City? Wäre gut, wenn ich das im Protokoll vermerken kann. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Ach ja? Nach wem suchst du denn? Warum fragen denn alle dieser? Mit wem sollte ich sprechen, wenn ich eine vermisste Person finden will? Oh, hey, tut mir leid. Wir haben Befehl, keinen vermissten Fällen nachzugehen. Im Moment haben die Leute eine Menge Angst wegen des Instituts. Und wir können diese Angst nicht noch durch offizielle Ermittlungen anfeuern. Was, wenn eine Panik ausbricht? Stechen, 50 Kronkorken. Das Institut? Was ist das? Ach, verdammt. Hey, ich hätte das nicht sagen sollen. Sie sind nur ein Sündenbock, okay? Etwas, dem die Leute die Schuld geben können, wenn's nicht läuft. Wenn du es genau wissen willst, es gibt eine Zeitung in der Stadt, die ständig über das Institut berichtet. Public Occurrences. Ja, wofür die Piper hier arbeitet. Ich brauche nur eine Information, Danny. Wir können das doch ganz inoffiziell machen. Tut mir leid, das geht nicht. Alter! Ich habe meine Befehle. Ich dachte, Gelb ist leicht. Dann frage ich halt wen anders. Kopf hoch. Vielleicht kann dir jemand in der Stadt ja helfen. Ja, Aufzug öffnen, ja. Gehen wir nochmal einen Weg. Was für ein Tag, hä? Diamond City. Ja, endlich mal Zivilisation, Geschäfte, Sozialität, irgendwie sowas. Bist schon. Hoffentlich gute Händler. Wir haben noch so Raider-Klamotten und so vorhin gefunden. Mal gucken, ich kenne die ganzen Werte natürlich nicht aus, wahrscheinlich sind die noch voll kacke. Ah, Diamond City, so. Möchte ich die eine Quest jetzt auch mal erledigen? Ah, sehr schön, erinnere mich schon sofort an Megaton. Ja. Ach, hey, Kleine, wie verkauft sich die Zeit? Bist du die kleine Schwester? Die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Die synthetische Wahrheit. Oktober, synthetische Wahrheit von Piper Wright. Nudeln, wir alle essen sie, wir alle lieben sie und Power Noodles ist schon seit 15 Jahren eine feste Institution in Diamond City, mein Gott. Von Takashis Streifen. Was? Mechanischen japanischen bei den intensiven Geruch jede Schüssel bis zu folgenden Gebissen. Der Genuss von Nudeln ist eine der großen menschlichen Erfahrungen, die jeder kennt, oder etwa doch nicht. Genau diese Frage kam mir auf, als ich den letzten Monat Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen vor Power Noodles saß und meinen Abendessen zu mir nahm, wie schon viele Male zuvor. Dann sah ich, wie Bürgermeister MacDuff sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann. Die rechte Hand steckte sich vor, der Mund öffnete sich, kauen der Zähne, ja, er ist Nudeln. Eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. So muss es auch den Dämonen von Diamond City vor fast 60 Jahren vollkommen sein, als sie einen ungewöhnlich warmen Abend im Mai 2229 um genau diesen Tresen herumsaßen. Aber das war die Zeit vor Takashi und seinen Nudeln, als sie war statt Nudeln eiskalten Nuka-Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab. Der Name des Barkeepers war Henry, was auch
Dieser nach verhalf er den Gästen zu den großen menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Aber dann kann es zu einer Tragödie. Es gab nicht nur viele unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoulbewohner. 1, 2, 3, 4. Boah. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Danke. Danke, Schätze. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hier bleiben willst. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Vermisste Person. Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Vermisste Person. Ist mein Sohn. Nicht mal ein Jahr alt. Du hast einen Sohn, Mister? Mann, du bist echt alt. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Du bist doch ziemlich schlau. Gibt es nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Danke. Du warst mir eine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Das erste Kind, das wir begegnen, und die ist nicht totnervig. Sehr gut. Allfates Kapelle, nee. Diamond City Markt. Was ist das, wo die will, dass ich hinkomme, ne? Immer noch alles zu erledigen. Hier geht's mit Detektiv Valentine. Wenn irgendwer in Wahrheit ein Friseur eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte. Ich suche erstmal so einen Shop, wo ich mal Sachen verkaufen kann. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne Menschen. So. Ach, du bist Takashi. Fallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Ja? Okay. Das hat gar nichts zu sagen. So, ich suche einen Shop. Perfekt. Andere Läden haben vielleicht geschlossen, aber Diamond City Service. Das ist schon mal gut. 24 Stunden am Tag geöffnet. Zeig mal, was du so hast. Nur Waren von höchster Qualität. So, brauche ich erstmal Rüstung und so weiter, alles wahrscheinlich. Ödländer Brustteil zum Beispiel, das kostet viel. Ach, ich habe nicht so viel Geld. Ich glaube, so Sternsachen sollte ich mir eher holen, ne? Da hast du auch irgendwie so Haarklammern, könnte ich vielleicht gebrauchen. Schrott hast du auch. Ladung, Dünger, okay. Ach, hier kann man auch denkst Stoffe kaufen direkt. Okay, cool. So, Munition. Ach, da steht der Wert in der Mitte. Okay, kostet alles viel zu viel. Ich habe noch genug Waffen und so. So, irgendwelche Waffen? Anscheinend nicht. Nichts, was ich hier nicht habe, glaube ich. Okay, ich habe aber Sachen, die kannst du haben. Rechtsbein. Habe ich noch nicht Rechtsbein? Doch, da. Ja, dann brauche ich dann eine nicht hier. Mit Sicherheit schlechter. Rechter Arm. 1. Okay, ist schlechter sogar. Links Bein. So, schlechter. Ich habe Lederrüstung, also. Ich habe gar keine Raider-Sachen. Lederrüstungen sind, glaube ich, besser, ne? Steif behandelt Raider-Rüstung. Welches Teil ist das?
Sehe ich nicht. Ist aber, glaube ich, besser als was ich jetzt habe. So, was haben wir noch hier? So ein paar Sachen hier. Lunchboxen zum Beispiel. Ich habe so Vorkriegsgeld und so was alles. Da kannst du haben, oder Zigaretten. Stange Zigaretten. Wir auf jeden Fall gewinnen haben. So, halt. Warum nicht? So, halte ich mich noch ein paar Sachen. So. Dann habe ich Gewinn gemacht. Perfekt. Und ich habe anscheinend eine bessere Sache, die ich hier ausrüsten kann. Eine Radar-Rüstung. Wofür ist sie? Für den linken Arm. Oder? Ich habe gar nichts für den linken Arm, oder? Doch. 1-1. Na, nehmen wir das. Derzeit sind Besen im Angebot. Oh nein. Aha. Zeig mal, was du so hast. Hier, bitte. Klar. Ja, so kann ich auch einfach mal springen. Da kann ich direkt hier die Dinge verkaufen. So, okay, haben wir ein paar Sachen getätigt hier, einkaufsmäßig. Autores Haus. Nein, ich werde natürlich nicht klauen. Gehen wir mal hier zu der einen hin. Wo ist es? Die Raider töten, Polizeirevier zurück, Pippas Büro. Weiß man das hier, weil das ist ja hier Dreck gewesen. Public Acquiescence. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so eine ähnliche Quest wie bei Moira, wo ich ganz viele Sachen machen muss, ne? Hey, was geht? Du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Okay. Also hör zu. Wenn ich den noch getragen hätte? Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay. Okay. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Kurz. Wir waren im Kälteschlaf. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Shit. Ist scheiße. Ihr lebt alle in rostigen Hütten und bringt euch gegenseitig um. Und dann dieser Gestank. Okay, was für ein schönes Zitat. Jetzt die große Frage. Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? Ja, Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Einen
Nicht die Hoffnung verlieren. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Okay. Die Story des Jahrhunderts abgeschlossen. Da würde ich sagen, dieser Part ist auch abgeschlossen. Ich kann die Sachen mitnehmen, geil. Dann würde ich sagen, ich bin in dem Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bin verdammt erfolgreich. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.